In dieser Vorlesung möchte ich den Begriff Zusammenhang und auch zusammenhängend erklären. Und ja, als kurzes Beispiel, wenn ich mal die reelle Rechte nehme. Und ich nehme ein Teilmenge draus und sagen wir A ist die Vereinigung von zwei Intervallen, 0, 1 und vielleicht 2, 3. Also A ist eben die Vereinigung. Ist eben nicht zusammenhängend. Denn ja, ich habe zwei Stücke hier, die eben nicht zusammenhängen, die wirklich disjunkt sind. Aber was ist die genaue Definition? Naja, ich habe versucht, hier rechts mal anzufangen. Eine Menge A heißt zusammenhängend, falls es nicht eine Zerlegung gibt in zwei unterschiedlichen Stücken. Und ja, die Zerlegungen werden dann U und V sein, sodass ja, U darf nicht leer sein, weder V, die sind beide nicht leer, U und V offen und A ist eben in U mit V enthalten. Naja, in diesem Fall kann man dann, und das ist natürlich alles in Spurtopologie, ne? Denn in Spurtopologie kann ich das für U wählen, das für V und Spurtopologie sind die beide offen. Ja, zusammen sind sie das ganze A und sie sind nicht leer. Dann vergesse ich noch eine wichtige. O und V sollen sich nicht überschneiden. Okay. Und okay, dann vielleicht brauchen wir auch ein Beispiel, was zusammenhängend ist. Intervalle, sagen wir A, B, in euklidischer Topologie, in reelle Rechte, sind zusammenhängend. Naja, wie zeigt man das? Beweis. Sei U, V eine Zerlegung. Und ja, dann B muss in entweder V und U enthalten sein. Zum Beispiel B ist in V. Und dann C nennen wir mal das Supremum von U und das existiert, denn U ist nicht leer. Und ja, dann haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder C ist in U. Aber das heißt, dass C nicht gleich ist an B, denn B liegt in V. Gibt es keine Umgebung U Epsilon von C, muss ich sagen, die von V disjunkt ist. Okay, aber damit ist also
C ist kein innerer Punkt von U. Und damit ist U nicht offen. Warum ist das noch genau so? Naja, C ist das Supremum von U. Das heißt, dass jede Zahl größer als C nicht länger in U liegen kann. Aber C ist nicht B, also es gibt größere Zahlen als C, die noch kleiner sind als B. Und die müssen dann in V enthalten sein. Und deswegen ist diese Umgebung von C nicht von V disjunkt. Oder? Es kann auch sein, dass C in V liegt. Aber das heißt, dass es beliebig nah an C, links von C, Punkte in U gibt. Aber dann gibt es keine Umgebung von C, die von U disjunkt ist. Und damit ist C ist keiner innerer Punkt von V und deswegen ist V nicht offen. Also wir haben immer einen Widerspruch, wieder einen Widerspruch und damit ist es tatsächlich bewiesen, dass Intervalle, wenigstens abgeschlossene Intervalle, dass die zusammenhängend sind. Naja, ein bisschen mehr Arbeit kann man auch von offenen Intervallen zeigen, dass die zusammenhängend sind. Ich habe noch ein anderes Beispiel. Beispiel. Q als Teilmenge von R mit Spurtopologie ist nicht zusammenhängend. Also da muss ich eine Zerlegung finden und das mache ich so. Ich nehme einfach U, ist das Intervall von minus unendlich zu. Und dann nehme ich irgendeine irrationale Zahl. Und weil ich nur Punkte in Q haben möchte, schneide ich das mit Q. Und dann V ist eben der Rest. Wieder durchschnitten mit Q. Und ja, das ist eine Zerlegung. Die all diesen vier Eigenschaften erfüllt. Na, dann mache ich nochmal eine Definition. Die Zusammenhangskomponente von irgendeinem Punkt in dieser Menge A ist ja die größte Teilmenge von A und nicht nur Teilmenge, ich möchte die größte zusammenhängende Teilmenge von A, die natürlich noch X enthält. Und ja, wenn ich dann nochmal das Beispiel weitermache, sei x in Q
Dann ist der Zusammenhängskomponente ja, das ist wieder x selbst. Und das lässt sich auch leicht zeigen. Ich mache hier nochmal auf die reelle Ecke. Also sei hier x. Und sagen wir, dass irgendwo y auch in der Zusammenhängskomponente liegt. Ja, das geht dann nicht, denn dann kann ich jetzt eine Zerlegung von dieser Zusammenhangskomponente sein. Also vielleicht ist hier, das ist Zusammenhangskomponente von x. Wenn die blaue Menge das ist, ja, dann kann ich natürlich immer wieder irgendwo einen Punkt dazwischen finden. Nenne ich mal z. Liegt eben nicht in Q, aber zwischen x und y. Und dann habe ich wieder meine Zerlegung. Alles links von z ist u, alles rechts von z ist v. Und ja, das zeigt dann wieder, dass x und y ja, in unterschiedlichen Zusammenhangskomponenten liegen muss. Die Zusammenhängskomponente sind hier immer nur die Punkte. Und das hat auch einen Namen, nämlich Q ist total zusammenhängend. Okay, ich habe nochmal die gleiche Definition nochmal auf einer Datei aufgeschrieben, diesmal in Englisch. Aber es sind nur die englischen Wörter. Die Definition ist genau die gleiche. Also Connectors zusammenhängend heißt, dass es nicht eine Zerlegung gibt in diesen Mengen U und V mit diesen vier Eigenschaften. Und wenn es doch eine Zerlegung gibt, ja, dann heißt A disconnected, unzusammenhängend. Und ja, die Zusammenhangskomponenten habe ich auch definiert und auch, was es heißt, dass eine Menge völlig unzusammenhängend ist. Total unzusammenhängend. Und ja, das bekannteste Beispiel von einer total unzusammenhängenden Menge ist die Cantor-Menge. Also ich kann mir vorstellen, dass Sie diese Konstruktion mal gesehen haben. Ich fange, also das ist mit links, ich fange an mit dem Einheitsintervall. Also das ist diese schwarze Balke. Und dann nehme ich das mittlere Drittel heraus. Also das Intervall von ein Drittel bis, das offene Intervall von ein Drittel bis zwei Drittel, dann nehme ich heraus und dann habe ich nur diese zwei Streifen. Und dann wiederhole ich es. Also jedes Mal, wenn ich so eine Streife habe, nehme ich das offene mittlere Drittel heraus. So im Schritt 2 nehme ich die Intervalle von 1 Neuntel bis 2 Neuntel und 7 Neuntel bis 8 Neuntel heraus und so weiter und so weiter. Und ich kriege immer mehr kleinere Intervallen. Und die Cantor-Menge, die ich dann kriege, ist genau der Durchschnitt von all diesen Schritten. Diese Menge ist total unzusammenhängend, weil wenn ich zwei Punkte nehme, ja, und zwei unterschiedlichen Punkten in dieser Menge, ja, dann muss irgendwann muss es einen Schritt gegeben haben,
in der diese zwei Punkte mit einem Intervall oder mit einem Loch getrennt werden und ja, damit können sie nicht zur gleichen Zusammenhangskomponente gehören. Ja, dies ist eine Teilmenge von euklidischen Topologie. Insbesondere ist es Hausdorff, aber weil es eine Teilmenge von R ist, kann man auch gleich schließen, dass in diesem Fall die Menge als unendlicher Durchschnitt von abgeschlossenen Mengen wieder abgeschlossen ist und natürlich auch begrenzt, beschränkt. Und damit ist es eine beschränkte abgeschlossene, also eine kompakte Menge. Und was man auch sagen kann, dass es keinen isolierten Punkten gibt. Und das kann man dadurch sehen, dass in jedem Schritt, wenn ich die Endpunkte anschaue, also in Schritt 1, das waren und 1, in Schritt 2 sind das 0, 1 Drittel, 2 Drittel und 1, und Schritt 3 ist 0, 1 Neuntel, 2 Neuntel, 3 Neuntel und so weiter. All diese Randpunkte, die bleiben auch im unendlichen Durchschnitt erhalten. Und ja, wenn ich irgendeinen Punkt habe, dann liegen da diese Randpunkte in irgendeinem großen Schritt, Höhenschritt, immer Randpunkte beliebig nah an diesem Punkt. Und diese Randpunkte bleiben immer in dieser Menge enthalten und deswegen kann es auch keine isolierten Punkte geben. Okay, diese drei Eigenschaften, sehen, wo ich bin hier, die habe ich nochmal aufgeschrieben. Ja, die charakterisieren eine Cantor-Menge. Also, wenn ich zwei Mengen habe, die beide kompakt und nicht leer sind, die beide total unzusammenhängend sind und die auch perfekt, das heißt ohne isolierten Punkte, also auch keine isolierte Punkte haben, ja, das sind jede zwei Mengen mit dieser Eigenschaft, die sind homeomorph. Zum Beispiel die Menge rechts, das ist irgendeine zweidimensionale oder zwei, also in der Ebene gemalten Cantor-Menge, indem ich nicht das mittlere Drittel rausnehme, aber erstmal zwei Streifen hier rausnehme und in den nächsten Schritt nehme ich diese Streifen raus und auch diese und in den nächsten Schritt in alle übrig gebliebenen 16 Quadrate nehme ich auch wieder zwei Streifen raus und das setze ich so fort bis ins Unendliche und was ich hier rauskriege ist wiederum eine kompakte, nicht leere total unzusammenhängende und Menge ohne isolierten Punkte. Und das heißt, dass auch diese Menge eine Cantor-Menge ist. Okay, jetzt nochmal die nächste Definition. Also die nächste Definition ist ein bisschen stärker als zusammenhängend. Und ich male erstmal ein Bild. Das ist meine Menge A. Und für jede zwei Punkte habe ich einen verbindenden Weg zwischen den beiden. Also ein Pfad oder Bogen oder Weg ist das Bild
einer injektiven, stetigen Abbildung. Abbildung, die nenne ich mal Gamma und geht von dem Intervall, dem abgeschlossenen euklidischen Intervall in A. Also das wäre 0, 1 und das wäre mein Weg zwischen x und y. Also die Definition, die ich jetzt machen möchte, ist die folgende. A heißt Weg zusammenhängend. Oder auch Bogen zusammenhängt. Falls für alle dis x nicht gleich y beide in A enthalten, es ein Weg Gamma zwischen den beiden gibt. Also Gamma von 0 ist eben x und Gamma von 1 ist y. Dann haben wir die folgende Aussage, das kann ich mal Lemma nennen. Weg Zusammenhang impliziert Zusammenhang. Okay, Beweis. Nehmen wir an als Widerspruchsbeweis, A hat eine Zerlegung. In offenen Mengen U und V, die alle Eigenschaften der ersten Definition erfüllen, und betrachte sagen wir U' und nein, ich muss einen Schritt dazu schreiben. Okay, ich kann natürlich sagen, dass x in y liegt und x in u liegt und y in v. Okay, und das heißt in diesem Bild, das kann ich nochmal tun, habe ich diese Zerlegung, das ist eben u und das ist v. Dann weiß ich auch, was Gamma ist, denn Gamma hat eben diese Endpunkte x und y. Und dann hat es auch tatsächlich Sinn, die Urbilder von V und U zu betrachten. Also, ja, ich sage hier Urbild, aber ich brauche natürlich nur das Urbild vom Durchschnitt von U und diesen Weg. Denn sonst hat es ja kein Urbild. Aber x gehört dazu, also das ist bestimmt nicht leer. Und das ist auch nicht leer. Und zusammen sind sie natürlich das ganze Intervall.
und U'V' ist schon leer, denn U und V, die H, die sind disjunkt. Und ja, U' ist das Urbild einer offenen Menge. So als Urbild einer offenen Menge. In Spurtopologie. Auf das Bild auf dem Weg selbst ist das Urbild unter einer stetigen Abbildung. Ist offen. Und V genauso. Und damit habe ich eine Zerlegung vom 0,1 gefunden. Denn U' und V', die sind nicht leer. Die überdecken das ganze Intervall. Die sind disjunkt und die sind beide offen. Also, das ist Widerspruch, dass zu 0 ist zusammenhängend. Und damit ist das Beweis zu Ende. Und das habe ich dann auch später so aufgeschrieben. Was ich da später aufgeschrieben habe, sind gleich weitere Beispiele. Also hier ist nochmal die Definition von Weg zusammenhängend, also arcwise connected oder arc connected. Und dann kann man sich dann fragen, ob die Gegenrichtung auch stimmt. Also ist das wahr? Und die Antwort ist nein. Und das Beispiel, was wir da haben, ist die Sinus 1 durch x-Kurve. Also ich habe hier den Graphen von der Funktion Sinus 1 durch x, wo x zwischen 0 und 1 liegt. Dann nehme ich den Abschluss. Also das hier kommt noch dazu, dieses senkrechte Intervall von minus 1 zu 1. Und zusammen ist das eine abgeschlossene Menge, das ist eben ein Abschluss. Und ja, dann können Sie nachvollziehen, dass das tatsächlich zusammenhängend ist. Denn ja, ich bin nicht in der Lage, diese Menge zu zerlegen in zwei disjunkten offenen Teilmengen. Denn erstmal muss ich diesen Bogen überdecken und das geht natürlich nur mit einem U oder einem V, aber nicht mit beiden, denn sonst wäre dieser Bogen schon nicht zusammenhängend. Und ja, es ist eigentlich nur ein senkrechtes Intervall, unter das zusammenhängt. Also dieses Intervall muss bei dieser Zerlegung schon ganz in U liegen. Und ja, aber U ist eine offene Menge, also auch Sachen in der Nähe von diesem Bogen liegen auch in U. Ja, und was dann übrig bleibt, ist eigentlich nur ein gekrempeltes, langes Intervall, aber das ist nur ein Intervall und ja, das kann ich dann nicht zerlegen in ein U und ein V. Und ja, deswegen geht es nicht. Also diese Sinus 1 durch x-Kurve ist zusammenhängend, aber nicht wegzusammenhängend. Denn es gibt kein stetiger Weg, zum Beispiel von diesem Punkt zu diesem Endpunkt hier.
Denn ja, irgendwann muss ich von dieser Kurve zum Abschluss überspringen, zu dem Rand überspringen. Und ja, das schaffe ich einfach nicht mit mit einem stetigen Weg. Also die Rückkehr gilt eben nicht. Und ja, ich habe noch ein weiteres Beispiel, das heißt der Warschau-Kreis. Das ist eben genau, was ich hier schon hatte. Hier ist eben diese Sinus 1 durch x-Kurve. Aber dann erweitere ich das mit einem Schleifen hier und verbinde also diesen Punkt, das war dieser Punkt, mit diesem, also diesem. Und ja, dann habe ich natürlich wieder etwas, was jetzt wieder Weg zusammenhängt ist. Ich habe noch zwei weitere Begriffe von Zusammenhang und da möchte ich dann gleich besprechen. Aber erst habe ich noch ein oder zwei Ergebnisse, die ich gerne beweisen möchte, nämlich dass Zusammenhang und auch Wegzusammenhang bewahrt bleiben unter stetigen Abbildungen. Okay, hier ist also dieser Satz, den ich dann angekündigt habe. Und bei dem Beweis möchte ich erstmal gerne ein Bild malen. Das ist x, das ist meine stetige Abbildung. Und das ist y. Und hier irgendwo ist die Menge a. Und das macht das eben zur Menge f von a. Okay, Beweis geht wieder mit Widerspruch und es ist genau zu sagen, dass falls hier es eine Zerlegung gäbe und ich meine Zerlegung von f von a in Mengen u und v in Spurtopologie, also sei u v eine Zerlegung von f von a in Spurtopologie. Auf f von a Teilmenge von y, also es erbt die Topologie von y. Ja, dann sind u und v, die sind nicht leer und ja, eigentlich kann ich dann alles wieder zurückziehen. Also u und das Bild ist nicht leer, nein, ist nicht leer. Eben weil die Abbildung surjektiv auf f von a ist und u und v sind nicht leer. Und das Urbild von u und das Urbild von v durchschnitten, ja, die sind, das ist eine leere Menge, also die zwei Urbilder sind disjunkt, eben weil u und v disjunkt sind. Und f minus u, f minus v sind offen in der Spurtopologie auf A und F minus U zusammen mit F minus A von V, das ist natürlich die ganze Menge A, ja, eben weil das so definiert ist. Also zerlegen A
Und das ist natürlich gegen die Annahme, dass A zusammenhängend ist. Und da haben wir unseren Widerspruch. Okay, und dann jetzt für Wegzusammenhang. Das geht eigentlich noch einfacher. Also ich nehme einfach einen Punkt X und Y hier und ich nehme die Urbilder X' und Y'. Also Fx ist X, F von Y' ist Y. Und dann nehme ich mal, weil diese Menge wegzusammenhängend ist, nehme ich mal ein Pfad dazwischen. Also ich habe hier Gamma vom Intervall in die Menge A, die eben X' und Y' verbindet. Aber ja, dann geht das gleiche hier ja eben auch. Gamma zusammengesetzt mit, verbindet X und zwar in F von A. Und damit ist gezeigt, dass auch F von A wegzusammenhängend ist. Ich habe noch zwei weitere Variationen auf Zusammenhang. Und erstens mal eine Definition. A heißt lokal zusammenhängend. Falls na, zusammenhängend in, sagen wir, in einem Punkt in A. Falls für jede Umgebung V von X ist eine offene Umgebung U von X, die in V enthalten ist, gibt die zusammenhängend ist. Und dann nehme ich nochmal diesen Sinus 1 durch X-Kurve und diesen Warschau-Kreis. Wir haben gesehen, dass diese Warschau-Kreis zusammenhängend ist und auch wegzusammenhängend. Es ist ja das Bild von einem halboffenen Intervall. Aber es ist nicht lokal zusammenhängend. Wenn ich mal einen Punkt hier wähle, also in diesen Bogen, und dann eine kleine offene Umgebung davon, dann kann ich mal malen, wie das aussieht. Dann sieht das eben so aus. Ne? Hier habe ich die Bogen und hier habe ich die Sachen, die da auf konvergieren. Und wenn ich jetzt eine offene oder überhaupt eine Umgebung V nehme, die so aussieht, und ich schaue mal, wie das eigentlich aussieht, dann sieht es so aus. Und hier habe ich meinen Punkt X. Liegt eben hier. Und ja, wie ich es auch mache, also das ist nochmal V, ich bin nicht in der Lage, hier mal eine kleinere offene Umgebung zu finden, die zusammenhängend ist. Denn ja, es existiert immer diese Bögen, die darauf konvergieren und ja, die nicht zusammenhängend mit X sind.
Also das ist ein Beispiel von einem zusammenhängenden, aber nicht lokal zusammenhängenden Menge. Nein, ich habe auch weitere Inklusionen, die gelten oder nicht gelten. Zum Beispiel lokal der Zusammenhang impliziert eben nicht Zusammenhang. Und ja, das Beispiel ist sehr einfach. Wenn ich nochmal die reelle Rechte habe und meine Menge A ist das, ist die Vereinigung von zwei Intervallen. Also das ist meine Menge. Ja, lokal existieren die eigentlich, bestehen diese Menge aus Intervallen und ja deswegen lokal zusammenhängend. Aber global haben wir zwei unterschiedliche Stücke. Also in diesem Fall impliziert lokaler Zusammenhang tatsächlich nicht der globale Zusammenhang. Was schon gilt, ist die folgende Aussage. Wenn ich etwas habe, das lokal zusammenhängend ist, Zusammenhang, plus Zusammenhang, die beide zusammen implizieren Weg zusammen. Und für die letzte Variation von Zusammenhang, den ich beschreiben möchte, brauche ich erstmal eine Definition von einer Schleife oder a loop auf Englisch. Das ist das Bild einer stetigen Abbildung von dem Kreis. Also wenn ich Gamma habe, das ist, geht jetzt von Kreis in irgendeine Menge A und so sieht das Bild dann aus. Ne? Also das ist der Schleifer, ist die Schleife. Und die Definition, die ich dann jetzt haben möchte, ist A heißt einfach zusammenhängend, einfach zusammenhängend. Falls jede Schleife in A sich stetig zu einem Punkt kontrahieren lässt. Also Beispiel, wenn ich mal die Sphäre habe, dann ist das einfach zusammenhängend, denn zum Beispiel der Äquator hier, der lässt sich stetig nach oben schieben und kleiner werden, bis es den Nordpol erreicht und ja, dann ist es zu einer Schleife kontrahiert. Okay, Sphäre ist einfach zusammenhängend und wenn ich ein Loch drin mache, also das ist ein Loch, dann ist es noch immer einfach zusammenhängend, denn wenn ich hier eine Schleife habe, die um
das Loch geht, kann ich es noch immer stetig zu einem Punkt kontrollieren, indem ich einfach über die Sphäre in die andere Richtung gehe. Aber wenn ich ein zweites Loch reinmache, also Sphäre minus zwei Löcher, ist nicht länger einfach zusammenhängend. Und ja, das habe ich hier dann auch mit dem Bild gemacht. Hier habe ich genau die Sphäre mit zwei Löchern. Und ja, zwei Löcher sind zu viel. Und jetzt kann ich eine Schleife, die nur ein Loch umkreist, nicht mehr zusammenziehen. Denn es geht nicht über das eine Loch, das darf nicht. Und ich kann auch nicht in die andere Richtung. Da ist eben das andere Loch. Eine andere Oberfläche, die nicht einfach zusammenhängt ist, ist eben der Torus. Und hier habe ich ja zwei Schleifen, die nicht zu einem Punkt kontrahiert werden können. Eben wie gesagt, ja, das geht einfach nicht. Sie können auch nicht stetig in ein ander überführt werden. Und ja, das heißt dann, die sind nicht homotop. Okay. Wenn ich mal Gegenstände habe, die nicht einfach zusammenhängend sind und sage, ich habe wirklich diese Gegenstände in R3, denn in höheren Dimensionen ist es wieder völlig anders. Also wenn ich zwei Ringe habe, so wie diese zwei, wie gemalt, oder die olympischen Ringe, die sind alle geschachtelt, wie Sie sehen, ja, dann kann man die nicht auseinanderziehen. Ja, Illusionisten können es zwar, aber die haben dann irgendeinen Trick, die nicht topologisch erlaubt ist. Also, dann kann man fragen, ist das genau die Eigenschaft, die nötig ist, um zwei von diesen Gegenständen nicht auseinander ziehen zu können. Also wenn ich zwei von diesen Mengen habe, A und A' in R3, und die sind gegliedert wie die Glieder einer Kette, genau wie die zwei Ringe, und die kann ich nicht auseinanderschieben, auch nicht mit irgendeiner topologischen steht hier Transformation, ist es dann wirklich nötig, dass das A und das A' nicht einfach zusammenhängend sind? Und ja, das ist ein merkwürdiges Gegenbeispiel aus der Topologie, denn die Antwort ist nein. Und das wird gegeben durch die Alexanders gehornte Sphäre. Also das ist das Ding hier und da hängt ein Ring herum. Ring ist einfach nicht einfach zusammenhängend, aber das Ding hier, das ist zwar ist tatsächlich einfach zusammenhängend, denn es gibt einfach keine Schleife, die hier ganz rund geht. Und warum ist das? Naja, hier ist es nochmal skizziert, was da passiert. Also hier verzweigt sich das wie Zeigefinger und Daumen meiner Hand. Und hier verzweigt es sich auch. Das mache ich mal hier, dann sehen Sie es besser. Aber was ich mache, ist, ich quitsche die Finger nicht zusammen. Also das wäre plötzlich nicht länger einfach zusammenhängend, aber wenn ich die Finger nicht zusammennehme, dann geht es noch. Aber allerdings kann ich jetzt die zwei Hände auseinanderziehen. Also was passiert dann?
An den Spitzen meiner Finger habe ich wieder kleinere Finger, die dann so ineinander greifen. Und an den Spitzen diesen kleineren Fingern habe ich dann wieder kleinere Finger und so weiter und so weiter. Und ja, das ist dann versucht, mit dieser Zeichnung anzugeben. Und trotzdem, dass diese gehornte Sphäre, es ist tatsächlich eine topologische Sphäre von Alexander, nicht lokal, nicht einfach zusammenhängend ist, schaffe ich es nicht, den Ring von dem Horn, von der Sphäre zu entfernen. Und das kann noch schräger. Ich kann mal zwei Mengen A und A' haben, die nicht einmal zusammenhängend sind und die ich dann doch nicht voneinander entfernen kann. Und dann haben wir dieses Bild. Und also das ist die Menge A dann und die heißt Antoines Halskette. Und ja, was da precis, genau passiert, das ist im Bild links nicht so gut zu sehen. Aber denken Sie erstmal an eine Kette, die eine Schleife bildet. Also ich habe meine Glieder der Kette und das geht ganz rund. Also die erste Kette ist wieder verkettet. Das erste Glied ist wieder verkettet mit dem letzten Glied und so habe ich einen Ring von Gliedern. Und ja, das ist nicht zusammenhängend, aber bestimmt auch nicht einfach zusammenhängend. Denn jedes Glied ist ja topologisch ein Torus und das ist nicht einfach zusammenhängend. Aber jetzt nehme ich jedes Glied und ersetze es durch eine runde Kette von Gliedern. Und das ist vielleicht besser gezeigt hier. Hier habe ich dann ein Glied. Und wenn man näher anschaut, sieht man, dass es eigentlich eine Kette von Gliedern ist. Und wenn ich dann nochmal tue, diese kleineren Glieder, das werden dann auch eigentlich wieder Ketten von noch kleineren Gliedern sein. Und so, und so weiter und so weiter. Und ja, im Durchschnitt von all diesen Schritten habe ich genau, was ich schon hatte bei der Cantor-Menge, denn Antoines Halskette ist nichts anderes als eine Cantor-Menge, die ja wie eine Kette gegliedert ist. Und wenn ich jetzt zwei von solchen Ketten habe, die eine in die andere gegliedert, schaffe ich es nicht, die auseinanderzuziehen. Und ja, wo sehe ich das? Ja, eigentlich sehe ich das einen Schritt tiefer. Dann dieses Ding, es ist nur ein Glied der Halskette, aber selbst ist es wieder homeomorph zur ganzen Kette. Und hier ist ein Glied daneben an. Und ja, die zwei Glieder kann ich, obwohl sie völlig unzusammenhängend sind und eigentlich Cantor-Menge, kann ich nicht stetig auseinanderziehen. Okay, solche merkwürdige Beispiele hat man eben. Und mit so einem merkwürdigen Beispiel möchte ich dann auch diese Vorlesung beenden.